Willkommen zu einem heute leider unschönen Thema. Anime- und Manga-Fans haben es zurzeit nicht einfach. Aktuell werden statt Killerspiele nun Manga und Anime als das Werk des Teufels dargestellt. Ein junger Mörder aus Herne soll wegen japanischer Comics einen Mord begangen haben. Doch das soll heute nicht das Thema sein. Falls ihr euch dafür interessiert, verlinke ich euch in der Beschreibung das Video von Lüffleut dazu. Dieses Wochenende war die Leipziger Buchmesse. Parallel dazu fand auch dieses Jahr wieder die Manga Comic Con statt, die etlichen Publishern die Möglichkeit bietet, ihr Sortiment samt Neuerscheinungen vorzustellen. Wie auf anderen Conventions auch, gab es auch hier etliche Cosplayer, die auf der gesamten Messe unterwegs waren. Dem SWR ist das Thema Cosplay allerdings ein Dorn im Auge. Heute, am 27. März, ging ein Artikel online, der mich und wohl viele andere auch sehr enttäuscht hat. Hier ein kurzer Auszug der beiliegenden Audio des Beitrags des SWR von Carsten Orte. Doch schon am ersten Messetag zeigte sich, dass die Diskussionen über die politische Weltlage und die neue Ernsthaftigkeit im Literaturbetrieb nun endgültig nicht mehr zum heterogenen Zuschnitt der Messe passen, dass vor allem die parallel stattfindende Manga-Convention zum Problem geworden ist. Wenn sich Kinder in farbenfrohe Kostüme werfen, kann man sich freuen. Wenn Teenies vor den Fotoapparaten zumeist mittelalter Herren viel Bein und viel Brust zeigen, mag man sich wundern. Aber wenn minderjährige Cosplayer Gefallen an pornografischen Posen finden, sollten Erwachsene nicht nur verschämt zur Seite schauen, sondern einschreiten. Liberale Intellektuelle wollen nicht als antiquiert, autoritär und lustfeindlich gelten. Doch der Massenauftritt der leicht bekleideten Comicfiguren mit Plüschtüchern unterm Arm wird zum Hohn auf den Rest der Messe. Als die Schriftstellerin Asli Erdogan per Skype aus ihrem türkischen Arrest nach Leipzig zugeschaltet wurde, liefen halbnackte Hasen und düstere Ritter mit Riesenschwertern an dem Veranstaltungsort vorbei. Das zeigt vielleicht die Widersprüchlichkeit moderner Demokratien, im Grunde aber ist es grotesk und völlig unnötig. Selbst wenn verboten etwas Autoritäres anhaftet, sollten die Kostümorgien endlich von der Messe verbannt werden. Es gibt kaum noch Berührungspunkte zwischen Buchmesse und Messefasching, außer dass die verkleideten Massen die Zugänge zu den Hallen verstopfen, um sich dann aber trotzdem nicht für Literatur zu interessieren. Diese Ignoranz hat die Buchbranche nicht nötig. Auf weitere Besucherrekorde sollten die Veranstalter verzichten, wenn sie den eigenen Ansprüchen gerecht werden wollen. Auch im schriftlichen Teil wird schnell deutlich, wie hier die Manga Comic Con mitsamt seinen Besuchern und Cosplayern aufgefasst wird. Als Hokuspokus, Klamauk und schlechte Klischees. Das leicht bekleidete Cosplayer doch nur ältere Herrschaften anziehen und man mit dem Ganzen nichts zu tun haben will. Natürlich gibt es wie überall Ausnahmen. Allerdings, wie schon vorhin genannt, ist Cosplay ein friedliches Hobby, welches dazu dient, Charaktere, die einen faszinieren, zu verkörpern und seine Fähigkeiten in der Handarbeit stärken und sich allgemein künstlerisch ausleben. Man könnte den Beitrag auseinandernehmen, zum Disliken aufrufen oder sonstiges. Aber ist es nicht genau das, was hier erwartet wird? Damit würde man nur ein negatives Bild über Anime-Manga-Konsumenten heraufbeschwören, das zu Unrecht existiert. Natürlich gab es auch schon in der Vergangenheit schlechte Beiträge und Artikel zum Thema. Und natürlich macht man das Thema nur bekannter, wenn man sich darüber aufregt. Andererseits sollte man eine so zu Unrecht kritisierende Meinung einfach so stehen lassen, die zwar noch relativ höflich formuliert ist, aber darauf abzielt, Anime-Manga und Cosplay von der LBM zu entfernen. Und zu Anime und Manga gehört eben Cosplay. Nur hier wird es wie ein schlechter Witz und mit Verachtung dargestellt. Das ist zwar nur die Meinung des SWR-Redakteurs und nicht von etlichen anderen auch, doch trotzdem, dieser Beitrag erreicht etliche Leser deutschlandweit und seriöse Medien können doch nicht so falsch liegen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Beitrag, den ihr genau wie dieses Video teilen könnt, um auf diesen Fauxpas hinzuweisen. Gerne könnt ihr den Beitrag sachlich kommentieren und darauf hinweisen, wo zu Unrecht schlecht gesprochen wurde. Wir können somit dem SWR zeigen, dass wir doch kein so abscheuliches Hobby haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.